Gut, was wir beobachten können oder was ich beobachten kann die letzten Jahre, ist ein klarer Trend zur Digitalisierung. Der kommt jetzt immer mehr auf. Das ist sogar ein neues Kriterium geworden in unserer Jurybewertung. Aber auch die Konsequenz der Ansätze. Am Anfang waren das noch Teil-Supply Chains. Wir sehen immer mehr End-to-End, eine echte, konsequente Umsetzung einer End-to-End-Supply Chain. Das ist ein klarer Trend, den wir sehen können. Ich denke auch hier anknüpfend an meine erste Aussage, dort ist ein klares Konzept dahinter, ein überzeugendes Konzept, das in der Regel auch eine End-to-End-Lösung anstrebt. Man möchte ganzheitlich an Themen rangehen, die einfach nicht nur Teilaspekte lösen, sondern dem Unternehmen insgesamt Mehrwert bringen. Das ist deutlich zu sehen. Der Grad der Professionalität nimmt zu. Bestimmte Sachen, die man vor 10 oder 5 Jahren noch einführen musste, die neu waren, sind heute einfach gegeben. Man geht zum nächsten Level. Die Exzellenz, die Qualität der Projekte als solche steigt eindeutig. Ja, eine gute Frage. Was ist denn überhaupt eine Innovation bei Supply Chain? Für den einen ist ein bestimmtes innovatives Element Innovation, für den anderen ist das kalter Kaffee. Track and Trace zum Beispiel gibt es seit vielen Jahren, für manche Unternehmen ist das noch neu. Ich glaube, was ich sehe in den Projekten, ist die interessante Kombination von innovativen Elementen mit bewährten Elementen, die aber mit einer hohen Exzellenz umgesetzt werden. Ja? Also die reine Innovation sehe ich weniger, aber natürlich innovative Elemente mit bewährten in einer guten Kombination, aber das dann konsequent umgesetzt, das führt in der Regel zum Erfolg.